Heute starten wir mit einem Low-Budget-Aquascape. Und zwar habe ich das Aquarium hinter mir letztens abgebaut und ich habe ein, zwei Sachen geändert, beziehungsweise nur einen Filter hauptsächlich. Und deshalb würde ich sagen, dass es jetzt eher Low-Budget ist. Ich weiß natürlich, man kann noch ein Aquarium um einiges günstiger aufbauen, auch einen Aquascape. Aber für mich zählt der ganze optische Eindruck auch viel dazu. Und im Vergleich zu meinen anderen High-End-Setups ist das schon relativ günstig. Ich habe das Aquarium ja letztens abgebaut und jetzt demnächst wird es wieder eingerichtet. Und heute geht es mal um das ganze Setup. Also fangen wir mal mit dem Unterschrank an. Den würde ich jetzt mal weglassen, weil ich finde, so ein 45p kann man eigentlich noch auf so gut wie jeden Schrank hinstellen. Das ist jetzt einer, den ich selbst gebaut habe. Der ist aus MDF gebaut und dann foliert. Ich weiß gar nicht, was das dann kosten würde. Aber so ein 45p kann man noch auf fast jedes Regal oder Kommode stellen und da braucht man nicht unbedingt einen Aquarium-Unterschrank dafür. Und deshalb würde ich das einfach mal vom Preis weglassen. Unterschrank ist ja immer so eine Sache, weil sonst benutze ich immer die Premium-Kabinetts von Liquid Nature, die sind ja relativ teuer. Und hier habe ich einen selbst gebaut, den ich mich auch ganz gut finde. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu einem Aquarium. Das ist ein Liquid Garden Light, also ein Buntglas-Aquarium, also Floatglas. Also nicht so klar wie die Weißglas-Aquarien, aber dennoch sehr schön verarbeitet, sehr schön transparent verklebt. Und das ist ein 45p, also 45 cm breit, 30 tief und 30 hoch, also so circa 40 Liter. Ich habe hier auch gerade daneben ein Weißglas 45p stehen, ich werde euch das so ein bisschen abfilmen und im Vergleich zeigen. Und man sieht schon einen Unterschied. Direkt, wenn man durchschaut, sieht man nicht so einen großen Unterschied, weil bei so einer dünnen Glasstärke merkt man das nicht so, wenn das Fluffglas ist. Aber wenn man so auf die Kanten schaut, sieht man, dass die nicht so transparent bzw. so hell sind wie bei den Weißglas-Aquarien. Also es wirkt hier schon ein bisschen grünlicher, also einen ganz kleinen Grünstich an den Kanten hat es schon, aber trotzdem ganz schön und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Und das Aquarium kostet 50 Euro, also echt nicht so viel. Und zwischen Unterschrank und Aquarium habe ich auch eine Unterlagmatte. Da habe ich eine von JBL, so eine Aquapad, ich glaube 60x30 hat die gehabt und ich habe die zugeschnitten. Die kostet 3,90 Euro, also echt nicht viel. Aber würde ich immer empfehlen, eine Unterlagmatte zu verwenden, um irgendwelche möglichen Spannungen oder irgendein kleines Sandkorn, was noch da ist oder so, auszugleichen, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann kommen wir auch schon zur Lampe, das ist die Twinstar B-Line 45, die kostet 50 Euro, also echt günstig für so ein 45p, ist eine RGB-Lampe, was echt ein schönes Licht macht. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Lampe, ich habe die jetzt fast ein Jahr auf den letzten Setup verwendet und die Farben haben mir sehr schön gefallen, die Lampe ist nicht die allerhellste, also so richtig knallrote Rodallas oder so, das wird ein bisschen schwierig werden. Und die Lampe reicht auf jeden Fall für so ein Setup gut aus. Natürlich kann man noch ein bisschen upgraden und eine stärkere nehmen. Dann hat man alle Möglichkeiten, aber für die meisten Pflanzen geht das mit der echt gut. Und dann kommen wir auch zum Filter. Ich hatte davor den Denale Escapers Flow, das ist so ein Hang-On-Filter, so ein weißer. Der ist optisch nicht der allerschönste, ich fand ihn jetzt nicht so schlimm, aber ich kann verstehen, wenn ihn manche optisch nicht so schön finden. Der hat so Acryl-Ein- und Auslässe, was ich ganz gut finde, wenn man auch so eine Lilypipe hat. Der macht eine echt schöne Strömung und für einen 45p ist der echt sehr gut von der Leistung. Jetzt habe ich ihn aber getauscht mit dem Oase Bio-Style Hang-On-Filter. Der ist relativ neu und kostet nur 30 Euro, also um einiges günstiger. Ich glaube, der Nelle kostet so 70 Euro. Und ich habe den jetzt noch nicht selbst probiert, aber ich habe den bei Liquid Nature schon gesehen und für so ein 40 Liter Aquarium passt der von der Strömung echt gut. Man muss so ein, zwei Sachen beachten, es ist halt ein Hang-On-Filter, er hat eine Acryl-Ansaugteil, also auch ganz schön, hat aber so einen wasserfallartigen Outflow, also wo das Wasser rauskommt. Also man kann den Wasserstand nicht zu niedrig halten, man muss immer eine gewisse Höhe haben. Ich denke, so ein paar Zentimeter ist auf jeden Fall kein Problem, aber so richtig tief kann man es nicht halten. Das war aber bei einem Denali-Filter auch so, dass man nicht zu niedrig sein durfte mit dem Wasserstand, aber man hat halt eine andere Strömung, man hat eine viel breitere Strömung. Deshalb würde ich den Filter auch auf jeden Fall auf der Seite montieren, weil sonst ist die Strömung in Aquarium einfach nicht so gut und schaut nicht so schön aus und es wird nicht so gut verteilt. Und im Filter sind zwei so Schwämme drinnen, einen lasse ich drinnen, das ist ein normaler Schwamm und einer ist so mit Aktivkohle und Watte, der kommt raus, dafür kommt Zika Matrix rein, in dem Fall jetzt 250 Milliliter, das kostet dann so 7,90 Euro und das passt sehr gut in den Filter rein. Ich werde auch so einen Filterstrumpf, so einen Filterbeutel verwenden, da könnt ihr es auch einfach so reinschütten, das rechne ich jetzt nicht mit. Generell zum kompletten Preis werde ich dann, denke ich, in ein paar Wochen, Monaten, wenn das komplett fertig ist, ein Video machen, wie viel das gekostet hat, weil natürlich jetzt so Sachen wie Pflanzen oder anderes Zubehör vielleicht noch dazu kommt. Deshalb, wenn ihr dann den kompletten Preis wissen wollt, was alles gesamt kostet, dann abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr das Video nicht und das kommt dann, wenn das Aquarium fertig ist. Dann kommen wir zu einer Sache, was wahrscheinlich ein bisschen ein Streitthema ist, wo man sagen könnte, das könnte man auch weglassen, aber ich habe hier auch eine CO2-Anlage
und zwar die Einweg-CO2-Anlage von Liquid Nature, das Set. Das ist so ein JBL-Druckminderer mit einer 500-Gramm-Flasche. Ich habe jetzt hier gerade die 2000-Gramm, also 2-Kilo-Flasche hier im Betrieb, weil ich die mal gekauft habe, ist mir sie größer und wenn die Einweg leer ist, dann tausche ich die mal aus, also so eine 2-Kilo-Einweg-Flasche. Aber in dem Set ist eine 500-Gramm-Einweg-Flasche dabei, das geht auch. Und in dem Set ist alles dabei, also eine Testflüssigkeit, einen Dauertest, einen Diffusor, also hier den Twinster-Diffusor in Größe S. Den habe ich ja auch und das Set kostet 100 Euro, finde ich echt in Ordnung. Ich habe dann noch das ADA Clearbad Set dazu gekauft, das kostet nochmal 10 Euro. Das ist ein Silikonschlauch mit so kleinen Saugnäpfen und dann noch die U-Parts von Aquario. Ich glaube, die kosten so 2 Euro. Die habe ich auch noch dazu gekauft, die braucht man jetzt nicht unbedingt, aber die machen den Look einfach noch um einiges schöner, finde ich, wenn das so schön um die Kante gewickelt ist. Und dann habe ich noch einen Magnetventil dazu gebaut, also in dem Set ist kein Magnetventil dabei, aber ich habe eins noch dazu eingebaut, weil ich hatte es noch und es ist einfach besser, wenn das CO2 nur in der Lichtphase leuchtet. Es geht auch ohne Magnetventil, aber du müsstest es so einstellen, dass in der Früh, wenn das Licht angeht, also kurz bevor das Licht angeht, der Dauertest trotzdem noch hellgrün ist, weil er die ganze Nacht das CO2 läuft und die Pflanzen es nicht verbrauchen können, wenn das Licht aus ist. Deshalb ist es ein bisschen schwieriger und besser, wenn man das mit einem Magnetventil schaltet, damit das einfach nur in das Licht an ist und die Pflanzen CO2 verbrauchen, auch CO2 zugegeben wird. So Magnetventile kosten so zwischen, ich glaube, 25 bis 40 Euro. Da werde ich einfach eins mal verlinken und könnt ihr auch dann entscheiden, ob ihr das dazu kaufen wollt oder nicht. Und dann sind wir eigentlich mit der Hardware einmal so gut wie fertig. Ich habe noch eine Rückwandfolie, das ist eine Milchglasfolie, das ist einfach eine vom Baumarkt. Die kosten so um die 10 Euro. Ich benutze immer so eine selbstklebende und man muss da ein bisschen schauen, wie die von den Milchglasfaktor ist. Man kann auch eine relativ helle nehmen, was relativ weiß ist. Das hat auch einen schönen Look, da müsst ihr euch entscheiden, was euch am besten gefällt. Die hier ist mehr so milchglasartig, aber trotzdem schon nicht zu transparent, damit man nicht alles von hinten sieht. Und die hatte ich noch beim alten Scape auch drauf, deshalb bleibt die auch auf jeden Fall, weil ich finde immer so Milchglasfolien einfach schöner als schwarze Folien im Hintergrund. Jetzt sollten wir so circa bei 270 Euro sein, plus minus mit dem Magnetventil und noch so ein paar Kleinigkeiten. Also ich weiß jetzt nicht so ganz, also unter 300 Euro. Finde ich auf jeden Fall okay. Es kommt noch Bodengrund und Hardscape und Pflanzen dazu. Also beim Bodengrund werde ich nur Säulen nehmen, also einen 9 Liter Sack Tropica Säulen. Ich brauche da wahrscheinlich nicht den ganzen. Aber ich werde hier keinen Untergrund benutzen, weil ich hier nicht höher als 10 cm aufschütten werde. Deshalb spare ich mir den Untergrund, habe dafür mehr Säulen, was gut ist für die Wasserstabilität. Ich werde auch keinen Sandbereich machen, weil das einfach ein bisschen komplizierter ist, damit der Sandbereich auch freigehalten wird. Und ich denke, mit Bodendecker wird das mit der Lampe auch funktionieren. Hardscape weiß ich schon in etwa, was ich machen möchte, und zwar so eine Art Inselscape, aber halt mit Bodendeckern vorne und mit Kienholz. Also ich habe schon eine Kienholzwurzel, die ich richtig cool finde. Ich werde noch so ein, zwei dazu kaufen. Ich denke, das Hardscape wird auch nicht so günstig werden. Da kann man auf jeden Fall auch noch sparen, wenn man sich irgendwas aus der Natur sammelt. Aber da muss ich sagen, bin ich nicht so der Fan von, weil zum einen kenne ich mich da nicht aus, was man da benutzen kann und was nicht. Und zum anderen finde ich, man sieht das oft, dass es nicht so schöne Holzstücke sind, die was so gut passen. Ich weiß nicht, ob es da euch auch so geht, aber ich finde, oft sind so Wurzeln, was so Leute aus der Natur sammeln und so, wenn man so Videos sieht, die was dann irgendwie nicht so aquascaping tauglich aussehen. Oder zumindest mir persönlich gefallen sie nicht so, das ist, denke ich, auch Geschmackssache. Aber ich bleibe dabei den aquascaping Wurzeln, die dafür vorgesehen sind, wo man sich keine Sorgen machen muss, dass da irgendwas dann in den Holz drinnen ist, was nicht so gut fürs Aquarium wäre. Also Kienholz, ich weiß noch nicht, wie viel ich davon brauche, das kommt dann im nächsten Video. Und Steine, da weiß ich noch nicht ganz genau, was für welche ich nehmen möchte. Und dann im nächsten Video werde ich dann das Hardscape bauen. Dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Setup haltet, wie ihr das vom Preis findet und generell als Setup. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Mir ist es wichtig, dass das Ganze auch schön aussieht und nicht einfach nur günstig ist, damit es günstig ist. Also mir ist das schon auch wichtig, dass das vom Design auch zu den anderen Aquarien passt und auch in die Wohnung passt. Natürlich, es geht nicht günstiger. Man kann Sachen gebraucht kaufen, man kann noch günstigere Komponenten kaufen. Aber in dem Video geht es ja jetzt auch nicht darum, das günstigste Aquascape zu machen, sondern einfach ein Low-Budget, also nicht zu teures Aquarium-Setup aufzubauen, was nicht so teuer ist wie meine anderen Setups, die ja teilweise ein paar tausend Euro kosten. Deshalb finde ich das auf jeden Fall vom Preis in Ordnung, wenn man halt auch auf den Look steht und den Look von so einem Aquascape auch haben möchte. Nicht nur von der Einrichtung, sondern auch von den ganzen rundherum.
In der Beschreibung sind natürlich alle Sachen verlinkt, Affiliate-Links von Liquid Nature. Also wenn ihr darüber etwas einkauft, supportet ihr mich, ihr zahlt nicht mehr und ihr unterstützt mich dabei, mehr so Videos zu machen. Und dann hier gesetzt ein Video, wo ich ein komplettes 60 cm Aquarium einrichte, also das hier hinter mir. Und hier oben kommt noch ein anderes Aquascaping-Video von mir. Und dann bis zum nächsten Mal.